Hallo Lieben, heute gibt es wieder eine Wunschreview und zwar dieses Mal zu Der purpurne Fächer von Kyoko Kumagai. Der ist erstmals 2011 in Japan erschienen und mit 12 Bänden abgeschlossen. Bei uns sind noch nicht alle 12 Bände raus, aber wir haben nicht mehr lange, dann ist er bei uns auch zu Ende. Ja, worum geht es in Der purpurne Fächer? Es geht um Miku. Sie kann angeblich seit ihrem fünften Lebensjahr, oder beziehungsweise bis zu ihrem fünften Lebensjahr konnte sie angeblich Geister sehen. Und zwei ihrer Klassenkameradinnen machen jetzt so ein spirituelles Spiel. Und Miku sagt, ja komm, es heißt doch, ein Medium soll dabei sein, ich mach das. Und ja, dieses Spiel rudert leider aus, da wirklich etwas passiert. Und zwar werden diese zwei Mitschülerinnen von Miku plötzlich aggressiv, greifen eher an die Kehle, zerstören ein Fenster. Und Miku hat natürlich schreckliche Angst und wacht dann aber plötzlich in einem Kursraum auf bei Ryo. Ryo ist ein eher zurückhaltender, schüchterner Junge, der ziemlich oft auch gehänselt und gemobbt wird. Und so ein kleiner, zerbrechlicher Junge mit Brille halt. Und er sagt ihr halt, dass ihr Bruder, ihr toter Bruder, ihm halt gebeten hat, auf sie aufzupassen, da ihr Bruder das halt jetzt nicht mehr kann. Und diese Geister es halt auf Miku abgesehen haben. Und natürlich glaubt Miku das alles nicht so ganz. Allerdings macht Ryo dann vor ihren Augen eine Geisteraustreibung. Sie soll halt jetzt aufpassen, weil wenn sie einen Geist sieht, darf sie ihm nicht in die Augen blicken, damit dieser nicht aufmerksam auf sie wird. Was aber gar nicht so leicht ist, denn es gibt ziemlich viele Geister. Und nachdem sie diese Geisteraustreibung gesehen hat, glaubt sie dann natürlich dran und Ryo möchte ihr jetzt beistehen und sie beschützen. Das heißt für ihn sowas wie, ich hole dich auch morgens von der Schule ab, was Miku überhaupt nicht gerne möchte. Und allerdings sieht sie dann, als sie aus der Haustür geht am nächsten Morgen, überall Geister und Ryo ist dann Gott sei Dank da und hilft ihr und versucht sie halt mit diesem Ganzen langsam in Verbindung zu bringen. Ryo hat mit dem Bruder gesprochen, als er schon tot war auch. Das erzählt er Miku zumindest. Miku möchte auch gerne mit ihm sprechen und so beschließen die beiden, dass sie dann zu Ryo gehen. Er wohnt in einem alten Schrein und sie möchte halt erfahren, was da jetzt los ist, wieso Ryo sie beschützen soll. Und Ryo kauft für die Zeremonie, die sie dann abhalten müssen, um mit ihrem toten Bruder zu sprechen, ein kleines Stofftier, das er Miku gibt. Und während dieser Zeremonie müssen sich die beiden die ganze Zeit an der Hand halten, damit es klappt. Ryo verliert bei dieser Zeremonie ziemlich viel Kraft und es ist halt sehr anstrengend für ihn. Allerdings schafft Miku es dann halt mit ihrem Bruder etwas zu reden und er sagt ihr halt, dass Ryo sie beschützen soll und sie sich darauf einlassen soll. Und Ryo bricht dann nachher zusammen, weil das alles ein bisschen zu viel für ihn war, zu viel Kraftaufwand, zu viel Energie, die er halt verbraucht hat. Und er möchte sie auf jeden Fall beschützen und er tut das nicht einfach nur so, weil der Bruder sie darum gebeten hat, sondern weil er sie liebt und möchte ihr deswegen nicht von der Seite weichen und wirklich diese Geister auf Abstand zu ihr halten. In der Schule ist natürlich allen aufgefallen, dass die beiden jetzt öfters zusammen sind, was ja eigentlich sonst nie der Fall ist. Miku ist nämlich eigentlich so ein Mädel, was gut auf sich selbst aufpassen kann, wenn man das mal so sagen möchte. Sie schlägt auch wohl mal einen Jungen ohne Rücksicht auf Verluste und deswegen ist das so, wieso? Seid ihr beiden jetzt zusammen oder was ist da los? Und Ryo findet dann ganz schnell eine kleine Erklärung und zwar Miku passt auf ihn auf, weil die bösen Jungs ihn ja sonst ärgern. Und die beiden sind jetzt halt öfters zusammen. Ryo hilft ihr in verschiedenen Situationen, aber er warnt sie auch. Es gibt halt Geister, die nicht einfach nur dastehen und versuchen sie anzugreifen. Es gibt Geister, die wollen sie wirklich töten. Es gibt aber auch Geister, die sprechen und auf so einen trifft Miku kurz darauf. Und zwar ist es so, das ist eine verzweifelte Frau. Sie redet mit ihr, geht dann, Miku lässt sich darauf ein, Ryo ist gerade nicht dabei. Und Miku denkt, sie müsste diesem Geist halt helfen, weil er so verzweifelt klingt, geht dann mit diesem Geist aufs Schuldach und dieser Geist stellt sich dann als böse heraus und will sie vom Dach schubsen. Das ist sozusagen so ein Rachegeist, weil sie sagt irgendwas von wegen, du hast mir den Sensei weggenommen, also ihren Lehrer weggenommen. Beziehungsweise sie ist keine Schülerin, sie sah eher aus wie eine Lehrerin. Und da Miku diese Schuluniform halt trägt, denke ich, dass der
ihr geliebter Lehrer ihr von einer Schülerin weggenommen wurde. Und ja, dieser Geist schützt sie halt über die Brüstung. Sie konnten sich gerade noch halten. Allerdings, ja, als Ryo dann zur Stelle ist und diesen Geist dann austreibt, packt er Miko und die beiden fliegen vom Schuldach. Allerdings, Gott sei Dank, in den Schulpool. Und ja, Miko muss sich jetzt leider eingestehen, dass sie das alleine wohl doch nicht so gut hinbekommt und sich da doch mehr auf Ryo verlassen sollte. Miko ist es allerdings auch so ein bisschen unangenehm. Sie möchte, also sie sagt in der Situation danach, sie würde lieber sterben, als solche Situationen halt immer zu bekommen oder nur leben zu können, wenn sie beschützt wird, was ja natürlich auch verständlich ist, weil wer möchte auf Schritt und Tritt immer jemanden dabei haben, der einen beschützt, weil man hat dann ja sozusagen kein eigenes Leben mehr. Man ist ja dann immer irgendwie unter Adlers Augen und so. und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Miko jetzt auf die Idee gekommen ist in der Schule, ach was soll's, es glaubt ja doch keiner, wenn ich die ganze Zeit nur mit Ryo so rumrenne, um ihn zu beschützen. Ich sag jetzt, wir sind zusammen, was wir nicht sind. Er soll sich auch keine Hoffnung machen, das sagt sie ihm klipp und klar. Allerdings wird sie dabei ziemlich rot und muss sich insgeheim auch eingestehen, dass sie ja doch ein bisschen mehr für ihn empfindet und er sie ja doch schon so ein bisschen berührt. Ja, und kurz darauf kommt jemand Neues ins Spiel, und zwar Hijiri-Sensei, der Chemielehrer. Er kann auch Geister austreiben und lässt dann so einen tollen Satz fallen von wegen, Ryo tut das alles nur aus Reue, er hilft ihm nur aus Reue und er würde doch jetzt gerne Ryos Platz einnehmen. Allerdings lehnt Miko ab. Als er dann noch einen Satz verlauten lässt von wegen, du tust das doch nur, um Buße zu tun, will Miko natürlich wissen, wie. Was ist da, Buße tun? Meint er das ernst? Stimmt das? Und Ryo kann es leider nicht verneinen. Es stimmt, er tut es auch, um Buße zu tun, aber er liebt sie auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich nur darum geht, irgendwie für irgendwas zu, Buße zu tun. Und sie ist halt ziemlich sauer, hat ein Gefühlschaos und will erstmal nicht, dass Ryo sie weiter beschützt, was natürlich verständlich ist, da er sie ja sozusagen angelogen hat. Und deswegen ist sie ziemlich enttäuscht, träumt dann nachts davon, wie ihr Bruder gestorben ist. Sie war da halt noch ganz klein, 5 Jahre oder so ungefähr. Und ein Auto hätte sie fast erfasst und ihr Bruder hat sie zur Seite gestoßen. Und am nächsten Morgen, als sie dann aufwacht, ist zu einem Überfluss noch ein Geist in ihrem Zimmer, ein erhängtes Mädchen. Sie rennt dann raus und rennt direkt Hijiri-Sensei in die Arme und nennt ihn Oni-chan. Ist halt total verzweifelt und später in der Schule redet sie dann auch mit Ryo, weil er ja natürlich auch ansieht, dass da los ist. Und geht dann mit ihr zusammen nach Hause und vertreibt diesen Geist aus ihrem Zimmer. Es ist halt so, dass sie vorher noch kurz in der Schule zusammengeklappt ist und Ryo sie dann halt zur Krankenstation trägt und er dadurch halt auch erfährt, was da jetzt wirklich Sache ist und wieso sie denn Fieber hat, nämlich weil sie halt nicht so viel geschlafen hat. Und dadurch, dass er halt nachher noch diesen Geist aus ihrem Zimmer vertreibt, ist es halt auch so, es zeigt so ein bisschen, dass er sich mehr um sie sorgt. Er würde sie ja nicht einfach dann ins Krankenzimmer tragen und dann mit ihr nach Hause kommen, wenn es eben wirklich nur um Buße gehen würde. Und so endet halt der erste Band. Ist eine ziemlich spannende Reihe, ist was anderes, geht so ins Fantasy-Mystery-mäßige. Auch so ein bisschen es geht nachher in den nächsten Bänden dann auch so ein bisschen um die Vergangenheit viel. Auch so die weitere, also die ziemlich weit zurückliegende Vergangenheit. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die ziemlich viele Wendungen immer, neue Charaktere auch bereithält. Und die Zeichnungen, ich mag die Zeichnungen, sie sind schön, sie sind ja nicht zu überfüllt und es ist einfach ein wirklich schöner Manga, finde ich. Und es ist halt nicht so das typische Love-Genre, es ist halt wirklich mehr Mystery, mehr Fantasy-mäßig und es hat auf jeden Fall was. Aber die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz, also sie ist auch gut vertreten in den Mangas und deswegen auf jeden Fall ein zu empfehlender Manga.